Herzlich willkommen zur Campusführung in der Pandemie-Edition des Mathematik-Vorkurses. Vor uns liegt der Günter-Hotz-Hörsaal, der größte Hörsaal im Bereich der Saarbrücker Informatik. Normalerweise würden wir euch hier begrüßen. In diesem Jahr können wir euch den Campus aber leider nur digital zeigen. Los geht's! Direkt gegenüber des Hörsaals liegt der Platz der Informatik. Hier findet ihr viele Informatikgebäude der Universität. Dazu gehören auch die Max-Planck-Institute für Informatik und für Softwaresysteme. Vor allem aber ENS 3 ist wichtig für euch. Außerhalb der Corona-Zeit finden hier viele Vorlesungen, Tutorien und Seminare statt. Außerdem sind hier die Fachschaft der Informatik, also eure Studierendenvertreter, das Prüfungssekretariat und ein Café. In den oberen Etagen haben viele Profs und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Büros. Gleich neben dem Günter-Hotz-Hörsaal liegen die Bioinformatik und die gemeinsame Bibliothek der Informatik und Mathematik. Dort findet ihr einen großen Bestand an Fachliteratur und ruhige Arbeitsplätze, falls ihr euch wirklich mal ohne Ablenkung auf etwas konzentrieren müsst. Zwischen dem Günter-Hotz-Hörsaal und dem Platz der Informatik verläuft der Stuhlsatzenhausweg. An ihm, direkt außerhalb des Ostzugangs zum Campus, liegt das Busterminal, die größte Bushaltestelle auf dem Campus. Rechts davon liegt das Parkhaus Ost. Dort können Studierende, die weiter weg wohnen, kostenlos parken. Am Ende der Straße liegt das CISPA, das 2011 als Center for IT Security, Privacy and Accountability gegründet wurde und mittlerweile Teil der Helmholtz-Gesellschaft ist. Das ist vor allem für Studierende der Cybersicherheit wichtig. Wer jetzt Hunger bekommen hat, kann dem iCafé in ENS 3 einen Besuch abstatten. In dem kreisrunden Café finden nicht nur Kaffee-Junkies eine Kleinigkeit. Wer dagegen eine richtige Mahlzeit will, folgt dem Stuhlsatzenhausweg und geht dann einige Treppen nach oben. Am Ende warten die Mensa und das Mensa-Café, die täglich kostengünstige und auch leckere Verpflegung anbieten. Jeden Tag gibt es auch mindestens eine vegetarische und eine vegane Option. Hier liegt auch eine weitere Besonderheit des Saarland Informatics Campus. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI. Unterhalb der Mensa findet ihr die gleichnamige Bushaltestelle. Ein kleiner Tipp, diese Haltestelle ist besonders hilfreich, wenn ihr neu am Campus seid. Anders als beim Busterminal müsst ihr euch hier keine Sorgen machen, dass ihr am falschen Bussteig stehen könntet, sondern müsst nur aufpassen, dass ihr auf der richtigen Seite der Straße seid. Oberhalb des Günter-Hotz-Hörsaals liegen die Gebäude der Mathematik. Auch dort werdet ihr hin und wieder Vorlesungen und Tutorien haben, insbesondere wenn ihr Mathematik im Nebenfach studiert. Im Hintergrund ist der Physik-Tower zu sehen, der oft ein hilfreicher Orientierungspunkt ist. Folgt man der Straße, sieht man einen kleinen Supermarkt und eine Bock- und Seib-Filiale. Am Campus Center ein Stück weiter gibt es verschiedene Serviceangebote der UDS, den Campus-Friseur und ein weiteres Café. Gegenüber ist das AC, dessen Karte von Buddha Bowls bis Bier reicht. Etwas weiter entfernt ist das Unifit, wo ihr viele unterschiedliche Sportangebote finden könnt. In der Nähe ist auch das Philo-Café, in dem ihr unter anderem auch vegan und halal essen könnt. Wir hoffen, dass ihr nun einen guten ersten Überblick über unseren und euren Campus habt. Wir freuen uns darauf, euch bald auch persönlich kennenzulernen. Bis dahin, viel Spaß im Mathematikvorkurs der Informatik!